Klaas. Ja, was ist los? Wir wollen uns jetzt kurz einen Moment nehmen. Nochmal zu sagen, dass du nochmal mir nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ja, natürlich, Karl. Genau, du hattest nämlich am Freitag Geburtstag. Weißt du, was Marc mir geschenkt hat? Was denn? 40 Euro. Warum? Weil ich 40 geworden bin. Also perfekt, ja. Ja, und dann kann ich mir selber was kaufen. Also Klaas, du hattest am Freitag Geburtstag. Du hattest am Freitag Geburtstag. Und das ist jetzt wirklich das Thema. Ist wirklich das Thema, ja. Oh Gott, sei doch mal ruhig, Mensch. Ja. Und ihr auch. Pass auf, wir machen es so. Wir sind jetzt mal ganz, ganz still. Und dann kommt vielleicht eine ganz kleine Überraschung. Aber ganz still. Psst. Ah! Ah! Hoi, hoi, hoi. Heute ist Geburtstag, 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 heute ist Geburtstag. Kaffee, was Heißes drauf. Dankeschön. Oh, lecker. Ja, das ist ja lieb von euch. Ah, guck mal hier. Nur Tassen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Klausi. Ja. Dankeschön. Hast dich gefreut über den kleinen Knalleffekt? Ja, ich hab mich aber auch gefreut über den Partyhut von Rauli. Willst du mal sehen, wir haben eine kleine Slumme da, wie du herrlich du dich erschreckt hast. Guck mal. Das war witzig. Und Klaas, du weißt, ich mag Kuchen. Kannst du den bitte anschneiden? Ja, mach. Weil der war teuer und lecker. So, willst du, komm, du, pass auf. Aber ich, der explodiert jetzt nicht oder so. Nein. Da ist jetzt keiner. Nein. Da ist jetzt nicht Peter Maffay drin, erschreckt mich. Komm, ich schneide ihn an. Ja. Und du könntest mal dein Geschenk auspacken. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen. Ich schneide jetzt an. Hast du gesehen, wie schön der ist? Der war teuer. Ja, Happy Birthday, Klaas. Der war teuer. Also, sieht schön aus, ja, und war auch teuer. Genau, ja. So. Nee, sieht wirklich schön aus. Aber nun müssen wir ihn zerschneiden. Das hilft ja nichts, ne? Wir dachten, du magst Sacher. Ich mög das, genau. Du mögst das. Gerne, ne? Hat mal, Peter Ludolf hat mal bei der Wok-WM zu Joko und mir, da hatten wir den letzten Platz. Und dann kam Peter Ludolf zu mir und wollte uns aufbauen, nachdem wir den letzten Platz hatten bei der Wok-WM. Und hat gesagt, weißt du, Joko und Klaas, es ist alles nicht so schlimm, wenn man den letzten Platz hat. Hauptsache, ihr fährt gut. Ja. So, jetzt pack mal dein Geschenk aus. Was ist das denn? Das ist, meine liebe Gen Z, das ist eine Videokassette. Sowas hatte man früher, ja, bestimmte Videokassetten waren im Wohnzimmer, andere waren jetzt setz ich unterm mal hin. Bett. Setz dich mal hin, Klausi. Ja. Und jetzt zeigen wir den Leuten noch mal, wie man so eine Videokassette startet, ne? Was ist da drauf? Mach mal so. Ach so, die hat man früher, hat man die so, hat man die gestartet, da musste man die so nehmen, ja, und so machen. Und hier. Also herzlichen Glückwunsch zum 40. Ich bin's, Friedhelm, wir kennen uns. Ich lasse mir vom Team jetzt deine Privatadresse geben und dann würde ich gerne deine Haare essen. Bis später. Klausi wird 40, wollte er mich verkackeiern? Der hat doch noch volles Haar und einen Hintern eines 19-jährigen Limbo-Tänzers. Für mich ist Lars Kräuterauflauf ein geschmackssicherer Mann von Welt. Am liebsten würde ich ihn in meinem Keller einsperren und jeden Tag ein Stück von seiner Hüfte naschen. Nee, Quatsch, ich hab Zucker. Hallo, ich bin der Heinz. Ich saß 25 Jahre im Knast wegen einer kleinen Nummer. Klaas hat mir damals immer Heroin verkauft und mich danach verprügelt. Das werde ich ihm nie vergessen. Happy Birthday, alter Kumpel. Hallo Klaas, ich bin's Ursula. Kennst du mich noch? Es war ein kalter Herbsttag 1981 in der Norderney. Bleib stürmisch. Happy Birthday, Mr. President. Klaas Häufer Umlauf? Ist das nicht die Pfeife, die den Kliman bei den Bullen angeschissen hat? Happy Birthday, du Petze. Happy Birthday, Klaas Häufer Umlauf. Wünscht dir dein Enkel Jürgen. Sag mal, hast du mal 4.000 Euro für einen Verwandten in Not? Meine IBAN lautet DE 89 78 78 78 78 78. Hallo Klaas, ich bin's. Bernd aus der 5C. Weißt du noch, wie wir auf dem Schulhof Weed vertickt haben? Jetzt bist du ein Fernsehstar und ich saß 10 Jahre im Knast. Danke für nichts, du
Arschloch. Trotzdem, Happy Birthday. Ist aber mal schön, so alte Weggefährten wieder zu treffen, oder? Ja, na gut. Toll. Jürgen, Klaus, schön, euch mal wieder zu sehen. Ja, an diese eine stürmische Herbstnacht auf Nordrhein. Kannst du dich noch erinnern, ne? Da erinnere ich mich noch dran, ne? Kannst du dich auch noch auf Rita besinnen? Ja, heißer Hund. Also auch heute gibt es natürlich auch eine geplante Überraschung. Das ist unser Überraschungsgast. Dazu später mehr. Ja, oh Mann, ey. Hat's einen schönen Geburtstag, Klausi? Ja, richtig schön. Ja. Wir haben ja schön gefeiert, ja, zusammen, ne? Ja, eine Party, ja, haben wir gemacht. Richtige eine fette, Party, fette, ja. Party. Ja. Ja, war sehr gut. Ich war zwei Tage völlig derangiert und bin dann am übernächsten Tag, war ich immer noch so im Eimer, dass ich so völlig wirr in den Marathon reingelaufen bin. Ja, dann haben die mich so zur Seite geschoben mit so einer BMW-Jacke, haben gesagt, halt, hier ist Marathon.